Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Jo, und was geht? Euer Karasu Tengu hier back mit einem Let's Play. Diesmal kein Dragon Ball Video, ein Let's Play. Und zwar zocken wir heute Kingdom Come Deliverance. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Nicht, dass wieder was in die Kommentare kommt wegen Englisch. Ich glaube, das war soweit eigentlich richtig. So, ja, das Spiel ist gerade frisch rausgekommen. Am 13.02. möchte ich meinen, ist es rausgekommen. Für manche natürlich größere YouTuber ist es schon länger erhältlich. Oder welche, die die Pre-Order-Version schon hatten. Ja, wir haben es aber jetzt. Wir zocken jetzt und ich habe mal schon kurz reingeguckt. Um zu gucken, wie es so ist, wie die Steuerung so ist und so, ne? Aber ich habe nicht weit gespielt oder so, ich habe mir nur ein bisschen umgeguckt alles und wir starten mit einem neuen Spiel. Hier oben seht ihr nochmal Spieldurchgang 1, aber wie gesagt, ich habe es dann nicht viel gemacht und wir starten jetzt vom Neuen. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel auf alle Fälle, weil in der Werbung oder in den Medien war es schon sehr cool gemacht, auch mit dem mit der Zeit, ne? Also ich liebe ja sowieso Spiele mit Mittelalter-Hintergrund, wo man halt mit Schild und Schwert noch kämpfen kann oder mit Pfeil und Bogen und sowas, ne? Sowas liebe ich ja überhaupt und jetzt kommt endlich ein Rollenspiel raus in dieser Zeit. Richtig coole Sache und dann natürlich noch einen historischen Hintergrund. Kaiser Karl und sein Halbbruder König Sigmund von Ungarn war ja sehr brenzliges Thema. Aber ich bin jetzt erstmal ruhig, wir gucken uns jetzt erstmal das Intro an. Ich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder?
Ein fleißiger Gatte. Wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Ja, Quest begonnen. Unerwarteter Besuch. Okay, gleich eine Quest. Ja, also von der Grafik her sieht Bombe aus, auf alle Fälle. Auch die Atmosphäre so mit dem Rehen und so. Und die Synchro ist sehr gut gelungen, muss man ehrlich sagen. Wir sind auf alle Fälle erstmal Heinrich. Und ja, wir sind womöglich zu hören bestimmt, sind nicht nur oder sind in erster Linie erstmal der Sohn eines Schmiedetypen. Oh, hier, mithilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist. Alle Eigenschaften können ohne Einschränkung weiterentwickelt werden. Okay, wir unterhielten uns in den Schenke. Redekunst würde es denn verbessern oder wäre unsere erste Eigenschaft. Agilität natürlich für Ausdauer und dergleichen. Nee, Agilität ist für Schnelligkeit, Tempo und so. Vitalität wohlmöglich für Energie und Stärke natürlich Stärke. Wir nehmen aber erstmal Stärke. Gestern habe ich den ganzen Tag in der Schmiede geschwitzt und dann Fritz und Matthäus unter die Arme gegriffen. Ich habe also ein Recht darauf, müde zu sein. Mich beschleicht das Gefühl... Oh, neue Stufe, Stärke. Neue Stufe erreicht, Hauptstufe. Dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Ja, zwielichtiger Bobe. So, was sollen wir als nächstes... Ich würde immer sagen, wir sollten Vitalität nehmen. Man könnte auch auf Tempo gehen, also Stärke und Tempo, aber ich bin dann eher, ein bisschen mehr Energie ist nie verkehrt in Rollenspielen. Bianca, soll ich dir ausführlich beschreiben, was wir getrieben haben? Was soll das werden, ein Verhör? Schon gut. Verzeih mir, ich mache mir nur Sorgen um dich. Danke, Mutter. Die hat eine schiefe Nase. Ich weiß, du wurdest da. Vor meinen Schief. Augen erwachsen. Ich kann mich schwer daran gewöhnen. So, geh zu deinem Vater. Waren meine Freunde hier? Ich habe Hunger. Ist Vater wütend auf mich? Brauchst du Hilfe? Meine Güte. Begib dich zum Schwertkampftraining. Wir können ja erstmal noch Dialoge machen. Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Na klar, so wie immer, die Saufnasen. Ach, lass gut sein, Mutter. Du tust ihnen Unrecht. Sie sind keine Saufbeute. Ich will nicht darüber reden. Du tust ihnen Unrecht. Das ist ungerecht. Ach, wirklich? Und wo bist du gestern Nacht gewesen? Ich war... Bei Bianca. Bei Bianca natürlich. Du meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und ja, das ist eine andere Sache. Dort? Nein, lass mich raten. Matthäus und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen
und lade sie einmal zum Essen ein. Dein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das. Er glaubt, dass sie ihr das Geheimnis des Bierbrauens entlocken kann. Oder noch womöglich andere Sachen. Recht. Man sollte meinen, er will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, dein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas, im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen, das kann ich dir sagen. Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Ja, das stimmt. Hat er wohl möglich gemacht. Und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter. Natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Was mir sofort auffällt bei den Dialogen, dass die von einer Sekunde auf die andere umschwenken. Also vorher zu essen haben? Hat noch die Person gelacht und dann auf einmal total ernst wieder. Sehr komisch. Da hätte man womöglich besser abwägen sollen. Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht alles. Aber sonst ist eigentlich bis jetzt ganz gut. So, Gespräch beenden. Wir haben genug gequatscht mit Mama. Jetzt wollen wir doch mal. Du bewegst sie mit linken. Also ich spiele mit Controller auf alle Fälle erstmal. Vielleicht später mal mit der Maus und Tastatur. Kommt drauf an, wie das Kampfsystem sein wird. Ich weiß es ja noch nicht genau. Kann man die Äpfel nehmen? Ja, klar. Ah, cool. Sammeln wir das doch erstmal ein. Na, willst du den Apfel nicht auch noch nehmen? Ja, alte Rollenspielmanier. Einfach auf den Tisch rumrennen. Interessiert sowieso keinen Menschen. Was ist das hier? Kann man nicht nehmen. Da ist noch ein Apfel. Ja. So von der Optik her sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Also man muss Käse. Ah, wir haben es ja unten. Wenn ich das richtig sehe, ist das eine Hungeranzeige, ne? Also sieht aus wie ein Gabel und Messer. So, was sollen wir denn überhaupt machen? Tröde nicht, du darfst keine Zeit verlieren. Alles klar. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, pfeifen können wir auch. Springen. Können wir auch noch rennen? Wenn du dich wohin schleichst, willst, sorge dafür, dass dich niemand sieht oder hört. Ob du gesehen wirst, hängt von Licht deiner Haltung und deiner Kleidung ab. Ob du gehört wirst, hängt von der Oberfläche, auf der du dich bewegst. Deine Haltung und deine Kleidung. Oh, zu schnell. Aber, na klar, Schleichmanöver, ne? Wenn man im Licht ist, sieht man natürlich oder wird man schneller gesehen, als wenn man im Dunkeln ist. Und wenn man auf Rasen geht oder auf andere, hier auf Holz zum Beispiel, hört man das natürlich, wenn man sich anschleichen möchte. Ganz klar, also Rollenspielelemente ist ja auch ein Rollenspiel. In erster Linie. Es ist eine Art, denke ich mal, so wie Skyrim ein bisschen. Aber halt nur im Mittelalter, ne? Also in. Schleifstein entdeckt. Okay, wir haben Schleifstein erstmal entdeckt. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ah, sag ja. Komm her, ich brauche deine Hilfe. Ja, ja, bin schon da, Papi. Was willst du denn? Hä? Soll ich dir hier ein paar Schwerter mieten, schmieden oder was? Komm ran. Natürlich, Leute, ihr müsst euch ein bisschen dran gewöhnen. Es sind sehr viele Dialoge womöglich bei. Warum es jetzt immer lädt beim Dialog, ist natürlich fraglich. Hast du mich nicht rufen hören? Für alle wegen Grafik, ich spiele gerade momentan auf hoch. Nicht auf sehr hoch, aber auf hoch. Sehr hoch habe ich auch schon probiert, aber ich weiß jetzt nicht, wie im Kampfsystem das variieren würde oder ob es denn zu Rucklang kommt. Müssen wir erstmal abwarten. Manche benötigen Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen, dabei spielt jedoch dein Ruf, den du auf deinen Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung, ja. Und deine Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, die Menschen auf dich reagieren. Also wenn man womöglich stinken tut, dann sind die Menschen nicht so angetan von dir.
Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute dich, sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffen und Ausrüstung eine Rolle. Aber auch andere Aspekte, wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Okay, also wenn wir sehr bedrohlich aussehen oder Leute, für die uns gefährlich hatten, dann kriegen wir gefährliche Aufgaben und der Kleidung hängt auch natürlich was zusammen. Manchmal kannst du Geld für dich brechen lassen. Du musst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechen funktioniert genauso wie Handel. Siehe Handel und Fälschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten von Heinrich einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Okay, nicht nur die Art und Weise der Überzeugung wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogeoptionen. Manchmal reicht es nicht, einfach nur nach den höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. Okay, also nicht einfach blinde drücken, sondern wir müssen wirklich gucken, da ist dein Geld, der Betrag, den du zahlen musst. Das sind 17. Gesamtstufe Redekunst, Gesamtstufe Charisma, Gesamtstufe Stärke. Also Stärke mit dem Herz ist Charisma, also Aussehen und so. Und Redekunst ist natürlich Redekunst. Die Höhe deines Rufes bei deinem Gegenüber. Ja, wie wir sehen, wenn er 27 habt, Heinrich 372 wäre in dem Fall nur eine 12. Würden wir nicht schaffen. Und der Wächter hat natürlich 27, also mehr würden wir womöglich nicht überreden bekommen, also müssten wir womöglich bestechen. Müssen wir abwarten, wie sie sich weiterentwickelt. Er hat 100, also er ist 100 gegenüber uns. Ach, er ist, okay, das ist die Zahl, wie er los ist. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Ich muss etwas erledigen. Verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Charisma haben wir 7, Redekunst haben wir nur 1 und Stärke haben wir 3. Wir sollten daher mehr auf Charisma gehen, auf die Antworten. Ich lasse mich nichts befehlen und nicht Streit provozieren. Ne? Wir werden, verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, Erfolg, ne? Zur Vernunft kommen. Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche Ratzig. Deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauchen wir das Geld. Besorgungsmission? Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf. Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Richtig. Das wird er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier. Mach auf dem Rückweg bei der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Okay, wir haben erstmal eine Aufgabe. Achso, speichern, er speichert von alleine. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Mit Redekunst gewinnst du Freunde, die als unerfüllige Person kannst du Ärger aus dem Weg gehen und wenn die Dinge lieber direkt angehst, dann auch Gewalt eine Lösung sein. Okay, wir haben hier erstmal den Quest-Dialog, ne, wo wir den Chemie ist eine nützliche Fertigkeit, um Kräuter und also die besagten Sachen einfach, die man machen kann. Hier haben wir erstmal Charaktere, ne, Karl der Vierte, Sigmund von Luxemburg, der Herr von Thalberg, Papst Wenzel, das ist ja der Faule, der nicht seinen Vater alle Ehre macht, so adlige, stämmige, ne, Gerber, Imkerei und dergleichen und so fort. Also man kann sich hier noch sehr viel belesen. Ah, hier oben kann man, hier haben wir sogar eine Karte, okay, alles klar. Hauptquest, also das sind die Quests, also ist schön übersichtlich gemacht, ne, muss man erstmal so sagen.
Mit Rechner analog kann man denn hier die ganzen Missionen machen. Coole Sache eigentlich. Ja, dann können wir wahrscheinlich ausschalten. Nebenquest werden denn so angezeigt, ne? Was? Hinweisgeber, Quest, okay, Questgeber, werden auch Quest angesagt. Dein Bett, Schleifstein und der Weile und so fort. Ah, Schnellreise haben wir auch noch am Start. Da können wir nämlich da hinten drin reisen. Questlog, ne? Hier haben wir die Quest, die wir machen sollen. Kauf einen Sack Kohle auf dem Markt. 0 von 10. Ja, da haben wir die Hauptquest, Nebenquest erledigt. Also die ganzen Sachen, ne? Hier haben wir unseren Charakter. Die Kleidung, Schuhe, ne? Schwert haben wir ja alles noch nicht. Ja, Hauptstufe. Inventar. Alte Stiefelapfel. Also sehr, sehr übersichtlich eigentlich gemacht. Also nicht schlecht eigentlich. Kann man hier noch irgendwas einsammeln? Also wir sollen jetzt erstmal. Was das? Achso, das ist der Schleifstein. Okay, dann gehen wir erstmal. Kann man auch die Karte so öffnen? Ah, okay, mit nach oben kann man die Karte so öffnen. Dann gehen wir erstmal zu D. Ach, da unten. Ach, da oben ist unser Marker. Ah, also die Welt ist mal groß. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Begeben wir uns zu D. Weiß jetzt nicht genau, was D ist. Nee, wir müssen erstmal gucken. Karte, genau. Wir müssen aber erstmal Quest, genau. Hier sind wir. Ja, man muss ja erstmal durchfuchsen, ne? D wäre, hol die Papierstange in den, Parierstange in den Burg ab. 01, okay. Die können wir eigentlich holen, weil da brauchen wir kein Geld für. Mal sehen, ob wir an die Wachen überhaupt vorbeikommen. Jo, was geht, Jungs? Ich muss hier mal durch. Komm, ist das dein Ernst? Ich will hier durch. Er lässt mich nicht. Das ist aber blöd, ja, dass das immer hinterher lädt. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Oh, ganz gut. Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzigs Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erlebt. Das war ja mal einfach. Kannst kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Okay, die Stange haben wir schon mal. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Ich könnte einen Mann vertragen. Die Stange haben wir schon mal. Dann brauchen wir die nächste Quest. Und zwar begib dich zum Schwertkampftraining. Nee, das machen wir erstmal noch nicht. Kauf dir einen Sack alte Kohle. Achso, Schulden. Wir müssen erstmal zu C. C ist da lang. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier rauskommen. Man hier irgendwie raus? Ach, hier unten, alles klar. Dann werden wir mal das Geld eintreiben. Ich hoffe, das geht ohne. Ohne Probleme. Hätte ich bald nicht zum Erz zu schmelzen. Und der König bekäme sein Silber nicht. Okay. Oh, Pferde haben wir auch. Händler. Okay, der aktualisiert alles. Alles, was man. Hab einen vertragen. Das erinnert halt wieder an Skyrim ein bisschen, ne? Wenn man da auch in der Nähe von irgendwelchen Bogen war oder Sachen, dann hat sich das ja auch gemerkt auf der Karte, ne? Dann wurde markiert auf der Karte.
eigentlich eine gute Sache. Da muss man halt nicht immer suchen, sondern hat es auf der Karte und kann dann direkt dahin gehen. Ich will Geld. Ja? Vater schickt mich wegen den Schulden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Na, na, na. Bezahl zumindest das Werkzeug. Du weißt, du schuldest. Hat er gesagt, soll ich ja machen. Viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Okay, Redekunst wissen wir nicht, Charisma wissen wir bei ihm auch nicht und Stärke wissen wir auch nicht. Da wir aber ja, sollen wir Redekunst machen oder lieber die brachiale Gewalt anwenden? Zahle, du Dolchbold. Ich hab mich wohl verhört. Es klang beinahe, als hättest du gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Glaubst du etwa, du könntest stehlen und mir dann auch noch Angst einjagen? Du Hurensohn! Oh, Misserfolg. Oh, so mit mir zu reden? Nicht solche Wörter hier. Dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht. Ich werde dich lehren. So, mein Freund, ja? Du willst jetzt also auf der harten Tour. Okay. Oh, Waffe. Schlagen, Waffe, Stärke mit RT, langsamer Angriff. Stich, schnellerer Angriff, also aber auch dadurch schwächer. Treten können wir auch. Wirf den Gegner zurück, Ziel fokussieren, Fokus beenden, blocken, also blocken können wir auch, ne? Angriffsausrichtung, du kannst nicht aus einer ausgegrauten Richtung angreifen, also am besten immer, wenn rot ist, ne? Dann haben wir da oben, gelb ist die Ausdauer, Gesundheit ist oben natürlich, klar, Gegner hat links, deine Verletzungen, also sehr viele Sachen, die man... Ach so. Na, na, na. Oh, 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 das ist ja nicht so einfach. Ja, ja, nimm das. Komm her, du Weichei. Oh, oh, oh. Warum kriegen wir einfach einen Don John? Na, wirst du wohl. Wir kriegen andauernd eine rein, ne? Na, sag mal. Okay, ich weiß nicht, ob der schon überhaupt Schaden genommen hat. Hm. Sehr seltsam. Ah, okay. Ah, jetzt haben wir ihn mal getroffen. Ah, okay, wir müssen. Ha? Komm her, ja. Okay. Jetzt haben wir ihn wieder erwischt. Oh, der hat schon ein blaues Auge. Metka. Metka? Wer ist Metka? Komm her, ja.